Morgen soll es losgehen, 9 Uhr hier in Melverode. Wollen wir durch Braunschweig laufen? Gehen? Wie viel wollen wir gehen? 30 Kilometer. Das ist eine richtige Strecke. Bist du trainiert? Nein. Gut, das passt sich, weil ich bin es mich auch nicht. Ja, gut, gut. Wie stellst du dir vor, wird das Ganze laufen? Das läuft gut. Nein, ja, ich hoffe gutes Wetter. Das war ein Traum. Ja, dann hoffe ich, dass es uns nicht allzu schwer fällt. Dass wir Spaß haben. Dass uns der ein oder andere vielleicht zuguckt auf Instagram. Ja. Ja. Also, wir haben vor, 30 Kilometer durch Braunschweig zu gehen, so an verschiedenen Stationen. Natürlich kommen wir auch am Eintrachtstadion vorbei. Ja, das wird, glaube ich, schon die zweite Station sein. Also ja. Erst Innenstadt, dann Eintrachtstadion. Trainiert bist du nicht? Nein. Ich auch nicht. Schon mal so weit gegangen? Nein. Ja, vielleicht. Gut, ich wüsste das nämlich auch nicht, weil ich jemals 30 Kilometer gelaufen bin. Jetzt kommt die Einschränkung. Nach spätestens 8 Stunden, inklusive Pause, wollen wir wieder in Melverode sein. Mhm. Was ist denn so die eigentliche Zeit, die wir eigentlich schaffen wollen? Ja. Was wollen wir eigentlich schaffen? Skandal. In 6 Stunden wollen wir es eigentlich schaffen, haben uns aber das Maximalziel von 7 Stunden gesetzt. Also nach 8 Stunden wollen wir inklusive Pause dann wieder zurück sein. Wäre nicht schlecht. Wäre schön. Ihr könnt uns begleiten. Es wird dann auch eine Zusammenfassung geben von unserem Walk auf YouTube. Ihr könnt uns auf Instagram folgen. Wir werden uns zwischendurch immer mal wieder melden. Ja, und was machen wir noch nebenbei? Spenden sammeln, ne? Richtig. Für? Den guten Zweck, für die Eintracht-Stiftung. Ja, und deren Projekte. Genau. Und wer uns auf Instagram folgt, der kann direkt spenden. Da braucht ihr nur auf den Link klicken. Mhm. Und alle anderen, für die blenden wir jetzt nochmal die Kontonummer ein. Und dann würde ich sagen, auf geht's los. Ja. Ja. Bam.